Der Kormoran. Sein Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich Meeresrabe. Sein wichtigstes Sinnesorgan ist das Auge. Es besitzt eine Art durchsichtiges drittes Lid, das wie eine Tauchermaske wirkt. Ob in der Luft oder unter Wasser, der Kormoran sieht immer scharf. Er gehört zur Ordnung der Ruderfüßer und diese Ruderfüße benutzt er wie Flossen. Bei seinen Beutezügen taucht er nachweislich 40 Meter tief und kommt dabei fast 2 Minuten ohne Atmen aus. Phala crocorax carbo ist ein perfekt angepasster Fischräuber. Das Problem ist nur, es gibt inzwischen sehr viele Exemplare dieser Superspezies. Einst nur heimisch an Küsten und großen Strömen wie der Donau im Unterlauf, breitet sich der Bestand flächendeckend aus. Es gibt in Deutschland heute keinen Landstrich mehr ohne Kormorane. Und jeder Vogel erbeutet am Tag rund 500 Gramm Fisch. In der Brutzeit sogar bis zu 1 Kilo. Der Fall Kormoran. Fakten, Meinungen, Konflikte. Diese Bilder erreichen uns im Winter 2012 vom tschechischen Fischereiverband. Es ist ein harter Winter. Mitten in der Stadt Pilsen, knapp 50 Kilometer hinter der bayerischen Landesgrenze, gehen Kormorane auf Jagd. Die sonst scheuen Tiere zeigen kaum Fluchtverhalten und fressen innerhalb weniger Tage fast den gesamten Fischbestand. Der Schutz des Kormorans ist eine Erfolgsgeschichte. In den 70er Jahren fast ausgestorben, hat sich die Zahl seit 1990 vervierfacht. Aktueller Stand: 2 Millionen Vögel in Gesamteuropa. Wenn man dann zusammenzählt, wenn man weiß, was die Kormorane fressen, alleine sehr konservativ geschätzt, die bayerischen Kormorane fressen 600 Tonnen im Jahr. Und in Gesamteuropa sind es sogar 300.000 Tonnen. Das ist mehr als die Aquakulturproduktion der Länder Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Tschechien und Ungarn zusammen. Da sieht man also, das ist eine Größenordnung, da geht es weit darüber hinaus, dass die den Anglern ein paar Fische wegfressen, sondern das ist wirklich ein wirtschaftlicher Faktor. Und das muss man wirklich bei dieser Diskussion berücksichtigen. Man kann in einem natürlichen System nicht von Schaden reden. In einem natürlichen System ist ein Netzwerk von Arten, die untereinander Bestand haben. Und so muss ich auch einfach ein Gewässersystem sehen. Da gibt es Fische drin, da gibt es wegen mir Haubentaucher, da gibt es Enten und so weiter und so weiter. Und eben auch den Kormoran. Und der Kormoran ist nun einer, der die Fische frisst und dadurch entnimmt, deswegen sozusagen den Fischbestand vermindern kann. Aber man weiß ja von der Vermehrungsfähigkeit fast aller Fisch oder aller Fischarten, dass dies im natürlichen System durchaus ausgependelt und ausgeglichen ist. Kormoran-Schlafplätze in Bayern um 1990 mit den Schwerpunkten im Süden. Und 10 Jahre später. Mittlerweile hat sich der Kormoran bis nach Unterfranken ausgebreitet. Ja, wir haben unwahrscheinlich viele Vögel, also wir kommen nicht mehr rum von der Zeit her. Und das war jetzt auch ein Teich, wo wir vor der Allgemeinverfügung 70% Schaden gehabt haben. Zwischen 70% und 85% Schaden, also quasi gar nichts mehr raus haben. Jetzt mit der Allgemeinverfügung ist es wieder ein wenig besser. Wir kommen wieder auf Verlustzahlen, ja, etwa 30%, 35% ist immer noch zu hoch. Je mehr Kleine aufhören, desto schlimmer wird der Druck auf mich. Was heißt das für mich? Ich komme ja jetzt schon einmal hinterher. Das heißt, im Endeffekt werden auch die Großen aufhören. Und dann wird das, was wir hier außen haben, verschwinden auf lange Sicht. Dann bleibt da keine andere Möglichkeit, als wir die direkte feste Bejagung und von in der Früh bis auf die Nacht hinter dem Kormoran zum Herlaufen. Das ist nicht rentabel, das geht eigentlich gar nicht. Du kannst also dann nur entweder einhausen, bejagen oder aufhören. Mehr gerechnet. Der Kormoran hat in Bayern von Natur aus nie gebrütet. Seit 30 Jahren aber gibt es erste Nistkolonien. Die Zahl der Brutpaare stieg seitdem stetig an und liegt aktuell laut Landesamt für Umwelt bei etwa 600. Zuzüglich der nicht erfassten Jungvögel. Wissen Sie, es sagt sich vieles ganz einfach. Aber wir sind, unser Arbeitskreis,
kurz vor Weihnachten in der Oberpfalz gewesen, in einem Teichgebiet, 100 Hektar bei einem Teichwirt. Dem standen die Tränen in den Augen, weil er wirtschaftlich am Rande seiner Möglichkeiten ist. Und das muss man mal nachvollziehen. Wenn Sie kurz vor der Ernte sind und dann kommt ein Schwarm auf dem Zug von 150 oder 200 Vögeln und Sie stehen machtlos dem vis-à-vis, nicht nur nicht, weil Sie in Teilen aus Naturschutzgründen gar nicht vergrämen und schießen sollen, zum anderen aber auch, weil Sie das allein gar nicht können und schaffen können und zum dritten, weil es gar nicht so einfach ist, die Freunde zu verjagen und zu kriegen. Verjagen vielleicht kurzfristig, aber sie haben noch nicht den Ort der Verjagung verlassen, dann sind die schon wieder da. Dass so jemand, der kampfschwillt und der ausrastet und nicht mehr fertig wird mit der Situation, das muss man sehen. Der Schutz des Kormorans in Europa ist eine absolute Erfolgsstory. Es gibt mehr als jemals zuvor. Deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass der Naturschutz so Probleme hat, von diesem Vogel und dem Schutz loszulassen. Man wundert sich wirklich, oder ich frage mich, ob der Naturschutz Probleme hat mit zu guten Nachrichten. Ob es dem Vogel so gut geht, dass womöglich keiner mehr spenden würde, wenn das bekannt wird. Die Fraßschäden des Kormorans sind unbestritten. Der Konflikt zwischen bedrohten Fischen und Fischfressern, zwischen Vogelschützern und Fischereiverbänden führt auf beiden Seiten zunehmend zur Verärgerung. Der Leidensdruck wird größer. Einfache Lösungen gibt es aber nicht. Wie reagiert die Politik auf die angeheizte Situation? In Bayern hat das Staatsministerium für Umwelt den Arbeitskreis Kormoran ins Leben gerufen und gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium zwei Kormoran-Beauftragte eingestellt. Zuständig für die Fließgewässer ist das Landesamt für Umwelt mit der Dienststelle im oberbayerischen Wienbach. Dort arbeitet Diplom-Forstingenieur Matthias Ruff. Wir begleiten ihn bei einer Inspektionstour am Lech bei Augsburg. Die wichtigste Aufgabe ist, in meinem Projektgebiet westlich Augsburg an zwei Fließgewässern den Fraßdruck des Kormorans zu senken. Und dazu arbeite ich sehr viel mit Fischern zusammen, Angelvereinen, mit Leuten vom Vogelschutz, Naturschutz, mit Jägern, welche mir zuerst mal melden, wo sind die Probleme, wo haben wir Vögel, wo ist überhaupt Schaddruck, wo fressen die Vögel, wo übernachten sie, wo sind Schlafbäume. Und darauf reagieren wir und versuchen die Vögel in Teilen, wo sie wirklich Probleme auftreten, zu vergrämen und aus dem Gebiet rauszudrängen. Wie funktioniert ein Abschuss, also eine letale Vergrämung in der Praxis? Man muss es sich so vorstellen, dass wir an einem Schlafbaum oder an einem Ruhebaum, wo die Kormorane dann sitzen, oder an einer Fließgewässerstrecke, wo sie fressen, einen schießen, vielleicht auch zwei, und dann sind die Vögel erstmal weg, vergrämt für einen gewissen Zeitraum. Die Vögel fressen dann mit Sicherheit erstmal an einer anderen Stelle. Allerdings ist es so, dass wir in Bayern Durchzügler haben im Winter und die Vögel sich für einen gewissen Zeitraum hier aufhalten. Und der Versuch liegt darin, diesen Durchzug zu beschleunigen und den Aufenthaltszeitraum der Vögel zu begrenzen, um weniger Vögel vor Ort zu haben, die wirklich Schaden machen und Fische fressen effektiv. Meine Dienststelle ist in Wielenbach, nördlich von Weilheim. Wir können dort jagdliche Methoden ausprobieren, wie neue Munition für den Kugelschuss aufs Wasser testen, effektive Jagdmethoden, Ansitzschirme, Vergrämmaßnahmen, was bringt was, auch testen wir dort akustische Vergrämung mit Kanonen, Knallkörpern, Plastikmännchen und so weiter. Erfahrung bis jetzt ist, dass das alles relativ gut wirkt. Allerdings hat eine nicht letale Vergrämung, also nur Aufschreckung der Vögel zur Folge, dass es nach ein paar Wochen sind sie da und gewöhnen sich relativ schnell daran.
Ich habe jetzt ungefähr 130 Kormorane gezählt an diesem Schlafplatz. Das sind Altvögel, Jungvögel, alles gemischt. Man erkennt die Jungvögel am weißen Gefieder, die schwarzen, komplett schwarzen sind die Altvögel. Die waren jetzt wahrscheinlich am Lech oder andere Nebengewässer, Baggerseen beim Fressen und kommen hier abends zurück zum Schlafen und übernachten dann hier. Morgen früh, sobald es dämmert, werden die wahrscheinlich wieder losfliegen und die Nahrungsgewässer aufsuchen. Kormorane über dem einst eschenreichen Lech. Oft Hunderte. Der Leitfisch einer ganzen Gewässerregion ist hier fast ausgestorben. Wenn wir noch mehr Leute draußen hätten, noch mehr die Angler am Gewässer, die Fischer, die Beobachter, aber auch Naturfreunde. Wir brauchen Meldungen, wir wissen, was machen. Wir haben weitreichende Möglichkeiten in Bayern, weitreichender wie in den meisten Bundesländern. Aber wir müssen wirklich was tun und nicht nur jammern, sondern draußen aktiv werden, melden und dann bringen wir was weiter. Wir fahren weiter Richtung Franken, in den Landkreis Höchstadt. Hier am Institut für Fischerei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft arbeitet Tobias Kübelböck. Er ist der Kormoranbeauftragte für die Teichwirtschaft. Ja, wir befinden uns hier unweit der Aisch. Das ist ein kleiner Fluss in Mittelfranken. Das ist auch der landschaftsprägende Fluss hier für den Aischgrund, auch das Zentrum der Karpfenteichwirtschaft. Und bevorzugt an diesen Fließgewässern liegen auch immer diese Schlafplätze der Kormorane. Und hier im Hintergrund sehen wir einen solchen Schlafplatz, der aktuell von etwa 100 Vögeln besucht wird. Solche Schlafplätze hat man beispielsweise auch an der Regnitz hier in der Gegend. Und von dort aus starten die Kormorane, um eben in den Teichen und in den Fließgewässern die Fische zu fangen. Und wenn man jetzt ausgeht von diesem Kormoranmanagement, die Lösung oder wenigstens eine Annäherung an die Lösung von dem, was man hier vor Ort tun kann, ist sicher eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Also sei es Prävention durch Käfige, Strukturverbesserung, Überspannungen, die Hand in Hand gehen auch mit dem Abschuss. Und hierzu ist es auch notwendig, dass man die Allgemeinverfügungen in der bestehenden Form auch weiterführt und auch die Jäger weiterhin animiert, sich an einer Kormoranbejagung zu beteiligen. Man hat hier auch schon ausprobiert, dieses akustische Vergrämungsgerät, allerdings mit eher zweifelhaftem Erfolg. Man probiert es immer wieder mal, aber leider die erhoffte Wirkung, dass man die Kormorane dort an den Schlafplätzen tatsächlich auch vertreibt, hat leider noch nicht eingesetzt. Jeder zweite deutsche Speisekarpfen wird in Bayern gezüchtet. In der Oberpfalz oder wie hier im fränkischen Aischgrund. Eine Kulturlandschaft, die in 1200 Jahren gewachsen ist. Die Teiche bieten seltenen Tieren und Pflanzen idealen Lebensraum. Der 47-jährige Walter Jakob aus Mühlhausen bewirtschaftet 70 Weiher. Er gehört ebenfalls zu den Betroffenen, die Tobias Kübelböck als Kormoranmanager besucht. Ihr habt an die 70 Teiche, was habt ihr denn da schon alles gegen den Kormoran probiert oder unternommen? Wir haben eigentlich relativ viel probiert, wir haben überspannt, aber es ist keine Dauerlösung, weil wir die Teiche auch intensiv bearbeiten, also Bodenbearbeitung, das muss wieder weg. Und hin- und wegbauen, das ist natürlich sehr kostenintensiv. Wir haben Knallkanone, Gaskanone ausprobiert, mit dem Erfolg, dass sie nach 14 Tagen die Kormorane auf das Gerät draufgesetzt haben, weil sie es nicht mehr verschreckt hat. Als Einzige, was wirklich hilft, ist mit der Waffe vergrämen. Selektiv die Kormorane, die Vögel sind intelligent, die kriegen das mit, dass man gezielt auf die schießt. Das ist das Einzige, was momentan sehr gut hilft und was einigermaßen finanziell auch noch vertretbar ist. Es ist schwierig, die Teiche sind ja teilweise 800 bis 1000 Jahre alt. Wir haben 30-jährigen Krieg überlebt mit der Teichwirtschaft, Säkularisation, die Pest, zwei Weltkriege. Und jetzt soll man an diesen selektiven Artenschutz zugrunde gehen. Die Teiche
oder die Teichwirte hören auf. Und dann geht ein Stück Kulturlandschaft kaputt, was keiner will. Weder der Naturschutz, noch die Politik, noch die Teichwirtschaft. Und da müssen wir eingreifen, dass wir diese jahrhundertalten Teiche erhalten. Wir kommen nicht mehr rum von der Zeit her. Und das war jetzt auch ein Teich, wo wir vor der allgemeinen Verfügung 70% Schaden gehabt haben. Zwischen 70% und 85% Schaden, also quasi gar nichts mehr raus haben. Jetzt mit der allgemeinen Verfügung ist es wieder ein wenig besser. Wir kommen wieder auf Verlustzahlen. Ja, etwa 30%, 35% ist immer noch zu hoch. Weißt du, wir produzieren was, was der Verbraucher will. Regional, das will er. Nachhaltig will er. Genau das produzieren wir und wir können es nicht mehr leisten. Wir bringen die Fische nicht her, müssen sie aus allen Ländern der Welt, müssen wir sie herfliegen und hätten es hier vor Ort. Und wir bringen es nicht mehr zusammen, weil das überzogener Naturschutz ist. Völlig verkehrter Artenschutz. Wir müssen schauen, dass man die Population verringert. Das ist ganz wichtig. Das hat ja keinen Sinn, dass wir bloß noch hinterherjagen und Schädlingsbekämpfer sind. Wir müssen versuchen, dass wir die Gesamtpopulation an Kormoranen hier in Bayern reduzieren. Zurück zum Versuchsweiher der Landesanstalt. Zeit für ein Fazit. Man verfolgt im Kormoran-Projekt eigentlich zwei verschiedene Strategien. Zum einen will man den Kormoran daran hindern, dass er die Fische erst frisst, sprich durch Vergrämung, akustisch oder auch durch einen Abschuss. Das andere wäre eben auch, dass man die Fische vor dem Kormoran schützt. Und hier zu dem Zweck hat man hier seit 2005 an der Außenstelle einen Versuch zu solchen Schutzkäfigen. Der Gedanke ist, dass eben der Fisch das auch als Zufluchtsmöglichkeit erkennt. Man hat es in einer etwas anderen Bauart am Kauerlacher Weiher ausprobiert. Der Landesbund für Vogelschutz betreut dort ein ähnliches Projekt. Hier sehen die Käfige etwas anders aus, Kantenlänge 2 auf 2 Meter, also deutlich kleiner. Hier mit Christbäumen innen drin und auch oben wieder diese Beschattungsmatte. Und auf der Weiherfläche sieht das Ganze dann so aus, das war hier nach einer Saison, nach dem Abfischen. Und wenn man jetzt schaut, was kommt denn an Ergebnissen dabei raus, hat man hier mal die Ergebnisse an der Außenstelle. In diesen 5 Jahren, hier Zeitraum 2005 bis 2010, die blauen Säulen sind Stückverluste in den Teichen ohne Käfig und die roten mit Käfig. Dann sieht es zunächst mal sehr vielversprechend aus, relativiert sich aber über die Jahre. Hier sieht man, die Schäden gehen von 56% in den Teichen ohne Käfig auf 42% in den Teichen mit Käfig zurück. Das ist natürlich schon ein deutlicher Effekt. Nichtsdestotrotz wird natürlich bei 42% Verlust immer noch nahezu jeder zweite Fisch vom Kormoran gefressen. Wenn man das so überlegt, was machen wir? Wir produzieren ja Fisch nicht mehr als Lebensmittel, wir produzieren Fisch als Kormoranfutter. Was anderes machen wir ja nicht mehr. Was wir die letzten Jahre erlebt haben, das ist zum Heulen ist das. Ja? Weil wir bringen ja nichts mehr über. Ich sage, ich renne draußen rum, jetzt seit das Eis drunten ist, den ganzen Tag nichts anderes mehr wie Kormoran jagen. Wenn im Winter alle Weiher zugefroren sind und die Fließgewässer ziemlich leer sind, dann räumt er da drin auf, dann ist ihm das egal, weil der lässt sich dann durchs Netz durchfallen, fängt seinen Fisch und fliegt dann quer raus. Wenn er hängen bleibt, dann spuckt er den Fisch aus und kommt wieder. Wenn er es schafft, dann zieht er durch und ist er weg. Die Altmühl in Mittelfranken. Wir treffen den Vorsitzenden des Landesbund für Vogelschutz, Ludwig Sothmann. Wie steht es zurzeit um den Kormoran? Der Kormoran ist weder in Bayern noch in Deutschland, auch in Europa im Bestand nicht gefährdet. Das sah früher ganz anders aus. Kormoran ist durch intensivste Verfolgung in vielen Bereichen völlig ausgestorben gewesen. Aber er hat sich seit
den 60er, 70er Jahren ganz vorsichtig und als der Schutz der europäischen Vogelschutzrichtlinie gekommen ist, dann zügig wieder erholt. 2010 machen der Naturschutzbund Deutschland und der LBV den Kormoran zum Vogel des Jahres. Bis dahin eine Auszeichnung für bedrohte Tierarten. Von einer Bedrohung kann aber kaum gesprochen werden. Denn Europäisches Parlament und Deutscher Bundestag gingen schon 2008 von 1,8 Millionen Kormoranen in Gesamteuropa aus. Also die Aussage ist sicherlich zu hoch gegriffen. Die letzten Daten, die ich habe, die offiziellen Daten von also staatlichen Organisationen sprechen von 750.000 bis 1 Million in Europa. Aber ich denke, das ist für Deutschland mit seinen 25.000 Tieren und für Bayern mit noch viel weniger eigentlich nicht so relevant. Wir haben den Kormoran zum Vogel des Jahres gemacht, nicht weil wir meinen, es ist eine hochbedrohte Art. Diese ganze Aktion Vogel des Jahres machen wir, um ein naturschutzpolitisches oder auch gesellschaftspolitisches Thema zu fokussieren. Und wir hatten 2009 ja den Beschluss des Bayerischen Kabinetts, dass über eine Verordnung Kormoran Bejagung oder Entnahme von Kormoran, Kormoranvertreibung, Vergrämung wesentlich erleichtert wird. Und da denke ich, war die Wahl durchaus eine richtige Wahl, dass wir 2010 dann den Kormoran zum Vogel des Jahres gemacht haben. Der LBV steht einem Abschuss des Kormorans kritisch gegenüber. Mit welchen Argumenten? Das ist eben die Krux dieser ganzen Art der sehr favorisierten Bejagung, dass in der Zeit, in der der Kormoran bei uns ein Problem darstellt, es ist ja von August, sagen wir mal, bis März, vielleicht noch April, da wird, wenn ich Kormorane entnehme, der Kormoran immer wieder nachgeschoben von Norden runter, weil unser Land eben etwa eine Nahrungsqualität für 7.000, 8.000, 9.000 maximal Kormorane hat und die werden praktisch immer wieder aufgefüllt. Und deswegen sind Abwehrmaßnahmen wie eben überspannen, ob nun selbst am Fließgewässer, sind einfach das Zielführende, weil ich dann einen Abschnitt habe, wo der Kormoran einfach nicht hin kann. Der Kormoran frisst in Flüssen und Bächen, bevorzugt aber an Teichanlagen. Die Fischzüchter beklagen, alle Gewässer generell zu überspannen, sei teuer und widerspreche dem Naturschutz. Was rät der LBV? Die Bewirtschaftungshindernisse durch eine Bespannung, die müssen, wenn der wirtschaftliche Schaden tatsächlich so hoch ist, wie er immer angegeben wird, dann müssen die einfach geschluckt werden. Das ist in anderen Berufszweigen genauso, wo ich einfach in meine Sicherheit meines Erwerbs investieren muss, damit ich einen ordentlichen Erwerb habe. Also die Ausrede, dass das die Bewirtschaftung zu sehr erschwert, dass es zu teuer ist, die lasse ich nicht gelten. Die Fischereiverbände in Deutschland erhoffen sich ein europaweites Bestandsmanagement. Wie steht der LBV dazu? Es wird nicht kommen, weil wir eine ganze Reihe von Ländern haben, die das strikt ablehnen, die sagen, der Kormoran ist genauso ein Mitglied der natürlichen Gesellschaft, der natürlichen Artengesellschaft, wie alle anderen Arten auch. Wir wollen hier nicht eingreifen, sondern wir wollen Lösungen haben, dass wir Lebensraumqualitäten verbessern, auch wieder für alle Arten. Also es wird keine europäische Lösung im Sinne einer Abschusslösung geben. Bestandsmanagement ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Wenn ich jetzt massiv an der Küste eingreifen würde, dann muss ich mich fragen, wer soll das machen und wie kann man das überhaupt machen? Wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, dass die 8000 Kormorane, die ungefähr in Bayern geschossen werden, ein Riesenkraftakt ist für die bei uns vorhandenen Jäger, die sich da engagieren. Und wie wollen Sie dann an der Küste 300.000 Kormorane vernichten? Und diese Vernichtung einer wild lebenden, freilebenden Kreatur ist für mich aus ethischen Gründen so nicht umsetzbar. Zu viele Vögel ist immer die Frage, für was? Ich denke, dass eine gut strukturierte Landschaft eine ganze Menge von Kormoranen aushält, und zwar gut aushält. Und wenn Sie jetzt eingreifen wollen in irgendeiner anderen Form, Wasseramsel war da gerade, in irgendeiner anderen Form, dann muss ich
muss ich sagen, das lässt sich ganz schwer realisieren. Es ist ja nun auch nicht gerade eine Kulturleistung, eine ethische, vertretbare Kulturleistung, wenn ich also Tausende von Eiern ansteche. Und auch wer macht das wieder? Auch das, also allein dieses umzusetzen, ist, glaube ich, so schwierig, dass es einfach nicht funktioniert, denn sonst hätte man es vermutlich schon getan. Wir müssen einfach versuchen, dem Fisch ein gewisses Maß an Sicherheit vor Prädation zu beschaffen. Dort, wo er extrem, wo er selten ist, wo wir ihn als Art erhalten müssen, nicht wo wegen mehr angelsportliches Interesse an dem Fisch da ist. Da sehe ich das also nicht für zulässig. Das kann es nicht sein, sondern es muss eine Begründung im Artenschutz haben. Die Isar mitten in München. Wir begleiten den Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes beim Elektrofischen, einer schonenden Art der Fischbestandserhebung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der Landesfischereiverband setzt sich seit vielen Jahren für die Renaturierung ein. Wir schaffen Totholz, bauen Wanderhilfen, wir bauen Kiesleichplätze, wir bringen Kies ein, damit die Fische wieder bessere Lebensbedingungen vorfinden, zum Beispiel, dass sie bessere Laichplätze haben, dass sie durch die Wanderhilfen die Laichplätze erreichen. Also es ist wirklich frustrierend, wenn man sieht, wie schlecht es den Fischen geht, wie niedrig die Bestände sind. Wenn ich mich erinnere an meine Kindheit in München, da waren die Bestände wesentlich höher, da hat es hier gewimmelt von Nasen und Eschen, das war also Wahnsinn. Heute, nachdem hier sehr viel renaturiert wurde, der Fluss schaut wesentlich besser aus, die Lebensräume sind besser, die Laichplätze sind besser, trotzdem die Fischbestände sind wesentlich geringer. Die sind unter 10% von dem ursprünglichen Bestand. Das gilt eben nicht nur für die Isar hier in München, das geht also praktisch bayernweit. In den ganzen Fließgewässern ist der Bestand wesentlich geringer, als es ursprünglich der Fall war. 90% der Fischarten sind auf der roten Liste, die sind gefährdet. Lokal sterben Fischarten aus, also das ist ein Riesenproblem. Und im Gegensatz dazu ist der Kormoranbestand massiv angestiegen in Deutschland und in Europa. Wir haben 1,2 Millionen Kormorane in Westeuropa, das sind gesicherte Zahlen. Und in Gesamteuropa, wenn man eben Litauen und diese Länder mitzählt, dann kommt man auf 2 Millionen Kormorane, die auch zum Teil, das ist nachgewiesen, bis nach Bayern reinziehen und natürlich ihren Fraßdruck hier ausüben. Wenn man sich an den offiziellen Zahlen vom Landesamt für Umwelt orientiert, sind in Bayern 7200 Kormorane im Winterhalbjahr als Durchzügler vorhanden. Die fressen insgesamt im Winterhalbjahr 600 Tonnen Fisch. Dabei sind aber nicht die Verletzten berücksichtigt oder die, die später sterben. Es ist auch nicht berücksichtigt, was im Sommerhalbjahr von den Brutvögeln und ihren Jungen gefressen werden. Also man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass 1000 Tonnen Fisch pro Jahr gefressen werden. Wenn man das dann von Bayern weggeht und auf die EU bezieht, in Gesamteuropa, dort werden 300.000 Tonnen Fisch pro Jahr gefressen. Und das ist mehr als die Aquakulturproduktion der Länder Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Tschechien und Ungarn zusammen. Da sieht man sofort, dass es hier nicht bloß um ein paar Fische geht, worum die Angler neidisch sind, die in der Kormoran wegfrisst, sondern das ist wirklich auch ein erheblicher wirtschaftlicher Faktor. Hier in der Isar haben wir das wie auch in den meisten anderen bayerischen Flüssen. Wir fangen große Exemplare, die aus der Schnabelgröße vom Kormoran entwachsen sind, wie diese Barbe hier. Die hat über 58, 60 Zentimeter. Die darf jetzt wieder schwimmen. Und es gibt also noch Restbestände von großen. Das sind alte Fische, die zum Teil über 10 Jahre alt sind. Und dann gibt es Jungfische, die ein Jahr alt sind ungefähr. Und der gesamte Mittelbau, der fehlt weitestgehend. Und die Kormorane, für die wird ein Fisch besonders interessant als Nahrung, praktisch ab 10 cm Größe. Und ab 40, 50 cm tut er sich schwer, den runterzuschlucken. Er verletzt vielleicht noch welche, aber genau dieser Mittelbau, den kann er besonders gut fressen. Und da sieht man genau die Bestandsdefizite. Wenn man elektrofischt, ist das genau die Lücke, wo man nichts mehr nachweisen kann. Und das ist auch ein weiteres Beleg, dass der Kormoran die wesentliche Ursache ist in den Fließgewässern, der den Fischbestand beeinträchtigt.
die Vogelschutzseite, die kennt meist viel mehr die Schäden in der Teichwirtschaft an, als beim Artenschutz in den freien Gewässern. Und dann hat sie auch gleich die Lösung parat, da könnt ihr ja überspannen. Das sehen wir schon mal vollkommen anders, weil in den freien Gewässern ist unseres Erachtens ja ein wesentliches Problem, gerade das Artenschutzproblem, dass da die Arten verschwinden. Und in der Teichwirtschaft kann ich das mitnichten mit Überspannung lösen. Ich kann das vielleicht kleinräumig bei kleinen Aufzuchtteichen machen, aber in ganz großen Teichen gibt es technisch keine Möglichkeiten, die zu überspannen. Aber auch wenn man einen Großteil der kleineren Teiche überspannen würde, das würde hunderte Millionen Euro kosten. Wer soll das bezahlen? Steht das überhaupt dafür? Und dann ist die andere Sache, dann könnten die ganzen Wasservögel nicht mehr praktisch in den Teichen sich aufhalten, sich fortpflanzen. Wenn ich an den Haupentaucher denke oder das Blässhuhn oder auch Rohrdommel und Co., die werden ja sicherlich auch alle beeinträchtigt. Das kann sicherlich nicht im Interesse des Vogelschutzes sein. Und diese großen Teichlandschaften in Mittelfranken, Aischgrund zum Beispiel, die sind ja gerade deswegen auch als Naturschutzgebiet und EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen, weil die Wasservögel sich in diesem Teichgebiet so wohlfühlen. Aber Teichgebiete können auch nur existieren, wenn man die Rahmenbedingungen schafft, dass die Teichwirte dort auch noch überleben können. Und mit einer kompletten Überspannung ist das sicherlich nicht möglich. In Bayern haben wir heute über Kormoranverordnung und Allgemeinverfügung wesentlich bessere Möglichkeiten, den Kormoran zu vergrämen, als es noch vor vielen Jahren der Fall war. Durch die Forderungen der Fischereiverbände ist man da ein wesentliches Stück weitergekommen, ist uns die Politik auch entgegengekommen. Aber trotzdem ist das Problem also bei Weitem nicht gelöst, weil wenn hier Vögel geschossen werden, es kommen immer neue durch. Das ist natürlich, dass das lokal schon eine Milderung verschafft. Da geht es nicht darum, bloß die Gemüter zu beruhigen der Fischer, sondern dort, wo massiv vergrämt wird, an der mittleren Isar zum Beispiel oder am Lech, da wird täglich vergrämt. Dort haben wir auch deutlich höhere Bestände. Da geht es der Esche besser als in anderen Stricken, das ist schon klar. Aber auf die Fläche bezogen, kriegt man das Problem nicht in den Griff. Sondern man muss eigentlich dort angreifen, wo das Übel herkommt. Und das ist in Europa an den Küsten. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern an den großen Brutkolonien, in Holland, in Dänemark und den anderen, Finnland zum Beispiel, in den skandinavischen Ländern. Dort müsste über ein gesamteuropäisches Managementplan eingegriffen werden, dass man die Brutzahlen reduziert und diesen Bruterfolg. Es geht uns ja nicht darum, dass möglichst viele Vögel geschossen werden. Es geht ja eher darum, einfach um die Gesamtzahl der Kormorane nach unten zu begrenzen, sagen wir mal auf der Hälfte. Und nicht so hoch, wie es jetzt ist. Ich sage immer, der Kormoran ist überqualifiziert für unsere Gewässer hier als Taucher. Das ist ein Meeresvogel, der kann Fische erwischen in 40 Meter Tiefe. Dass der sich natürlich in einem Fluss, der bloß 5 Meter tief ist und klar ist, natürlich absolut überlegen ist gegenüber den Eschen und Nasen, die nicht flüchten können, ist vollkommen klar. Und ein Punkt noch, dann heißt immer, ihr müsst ja renaturieren. Das haben wir gesehen, dass trotz Renaturierung die Bestände nicht hochgehen. Aber wenn man sich Gewässerstrecken anschaut, wie die Isar in der Publinger Au, über 30 Kilometer, weitestgehend naturnah, keine Uferverbauung, keine Wehre, Laichplätze da, Jungfischhabitate, Wintereinstände, alles da, also wie absolut dem Leitbild entsprechend. In Europa gibt es kaum so schöne Flussstrecken, auf diese Länge bezogen. Und auch da ist der Fischbestand am absoluten Minimum. Das ist einfach das Problem. Da kriege ich den Bestand durch Renaturierung nicht hoch. Ich kann auch kein anderes Gewässer in Bayern so toll renaturieren, wie die Isar in der Publinger Au ist. Deswegen ist das eins meiner Lieblingsbeispiele. Wenn man sagt, ja, wenn es hier nicht klappt, dann muss man wirklich sehen, da muss man wirklich an die Wurzel des Übels rangehen. Angestoßen durch den Landtag reagiert die bayerische Staatsregierung 2010 auf die zunehmenden Probleme mit dem Kormoran. Sie installiert den Arbeitskreis für die Optimierung des Kormoranmanagements. Ein 13-köpfiges Gremium aus Naturschützern, Jägern, Bauernverband, Vogelschützern und Fischern. Im grünen Mantel der Vorsitzende, Prof. Dr. Ulrich Ammer aus Eberfing. Er leitet den Arbeitskreis und steht gemeinsam mit dem Präsidenten des Landesfischereiverbandes, Manfred Braun, Rede und Antwort. Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Braun, das Schlimme am Kormoran für die Fische in Bayern?
Das Schlimme ist, das muss man auch erwähnen, dass er ja früher nur ein seltener Irrgast war und sich in der letzten Zeit ab 1990 etwa vervierfacht hat, der Bestand, allein in dieser Zeit. Es ist also der Bestand einfach insgesamt zu hoch. Damit der Fraßdruck, wie man so sagt, insgesamt zu hoch. Sowohl auf die natürlichen Fischbestände, die schon erwähnt sind, aber auch in der Teichwirtschaft, auf die Erwerbsfischerei insgesamt. Es wird geschätzt, europaweit 2 Millionen Vögel. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Was uns Probleme macht, das ist der Zuzug aus den Gebieten, wo ganz andere Zahlen an Brutvögeln und Brutkolonien gegeben sind. Und wenn wir in den letzten Jahren in Bayern rund 8000 Exemplare oder Individuen geschossen haben, abgeschöpft haben, dann müsste der Bestand eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Denn man rechnet etwa mit 7500 bis 8500 Individuen in Bayern. Also die wären ja alle weg. Aber die kommen ja aus dem Norden, aus dem Zug, im Zug zu uns nach Bayern. Und das ist eigentlich das Problem. Dass wir es gar nicht mit den Brutvögeln zu tun haben oder deren Nachkommen, die in Bayern ansässig sind, sondern das sind Vögel, die kommen aus dem Baltikum, die kommen aus Dänemark, die kommen aus Südschweden. Das heißt, wir können das Problem hier in Bayern eigentlich gar nicht lösen. Richtig. Im Grunde genommen müsste man eine paneuropäische Lösung haben, die im Übrigen ja auch immer wieder diskutiert wird. Ich sage mal, mit Sicherheit nicht zustande kommen wird, weil die Interessen ganz unterschiedlich sind. Da geht es schon los mit den Kosten. Wer würde denn eine solche paneuropäische Lösung, die dann Abschöpfen der überzähligen Exemplare eben in den Ländern der Entstehung voraussetzen würde, wer soll das bezahlen, wer macht das überhaupt? Also mit anderen Worten, ich habe darin keinen Glauben, dass so etwas zustande kommt. Gleichwohl wäre das die Lösung. Man muss da ansetzen, ganz davon abgesehen, dass dort Eingriffsmöglichkeiten viel leichter wären wie bei uns. Schauen Sie, dort, wo der Kormoran am Boden brütet, können Sie sehr viel leichter die Eier verölen oder aufsammeln, entnehmen, was auch immer. Bei uns müssen Sie auf die Bäume hochkrabbeln und sie dort zu bekämpfen versuchen. Also mit anderen Worten, es wäre sehr viel einfacher, das da zu machen. Nur in diesen Ländern ist der Druck, der ökonomische Druck, gar nicht so groß. Wenn die im Meer fischen, das tut niemand weh. Nur hier an den Binnenseen oder an den Teichen, den künstlich gestalteten und wirtschaftlich ganz wichtigen Grundlagen für unsere Teichwirte, da wird es ganz evident. Das heißt, es muss eine europäische Lösung kommen. Es gibt ja einen Bundestagsbeschluss, es gibt einen EU-Beschluss. Warum wird da so wenig von umgesetzt? Also es ist völlig klar, der Schutz des Kormorans ist aus Sicht des Vogelschutzes wirklich die größte Erfolgsgeschichte, die Sie vorweisen können, wenn man das einmal so sieht, von dieser Sicht aus. Beruhend auf der Vogelschutzrichtlinie von 1979 ursprünglich und die explosionsartige Vermehrung ist ja schon mit Recht angesprochen worden. Es ist so, die Kollateralschäden haben Sie auch angesprochen, dazu kann es kommen, die sind aber nicht unbedingt zwingend, auch da gibt es Untersuchungen, wenn ich also eine vernünftige Regulierung, Abschussregulierung mache, dann lässt sich das einigermaßen miteinander vereinbaren, dass ich den Kormoran auch in einem Schutzgebiet, vielleicht abgesehen von einer Kernzone, aber eben doch abschießen kann, ohne die wirklich schutzbedürftigen Arten wirklich zu vergrämen oder zu gefährden. Wir können mit allen diesen Eingriffsmöglichkeiten den Kormoran weder gefährden, das haben wir schon gesagt, noch können wir das Problem des Überbesatzes mit Kormoran lösen in Bayern, auch nicht in Deutschland. Deswegen setzen wir schon, und da bin ich ein bisschen optimistischer, wenn ich nach Europa schaue, ein bisschen. Wir setzen schon auf das europäische Kormoran-Management, was ja vom Bundestag mit Beschluss vom November letzten Jahres gefordert worden ist. Natürlich mit Blick auf die Bundesregierung. Die muss sich in Brüssel massiv dafür einsetzen. Es ist völlig richtig, dass manche Küstenländer, wenn sie aufs Meer schauen, nicht so betroffen sind. Aber wir haben auch schon Anzeichen aus den Niederlanden und aus Dänemark, dass im Inland selbstverständlich, die haben ja auch dort Fischerei in der
im Binnenland, dass sie dort tatsächlich auch schon sensibler werden. Und wir hoffen, das ist natürlich ein langfristiger und schwieriger Prozess, da doch ein bisschen Überzeugungsarbeit im positiven Sinn hinzubekommen. Wir setzen schon noch drauf und versuchen das auch. Wir wollen auch die bayerische Staatsregierung ermutigen und motivieren, sich nach Berlin zu wenden und diese Initiative zu unterstützen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre ja gar nicht so viel Kontroverse in der Diskussion notwendig. Warum kommt man denn mit den Vogelschützern so schlecht ins Geschäft? Es ist ja doch offenbar, die Lösung liegt ja auf der Hand mit diesem europäischen Management. Es muss gelöst werden auf internationaler oder zumindest auf europäischer Ebene. Und da gibt es ja gute Ansätze. Stichwort Intercafé. Es sind 30 Länder miteinander im Gespräch. Das muss zu einem Ergebnis führen. Punkt 1. Punkt 2. Bis dahin. Und darüber hinaus wird Bayern eigene Lösungen brauchen, die in einem Nebeneinander bestehen. In dieses Konzept des Nebeneinanders müssen sehr viele Methoden und Maßnahmen abhängig von der jeweiligen Situation einfließen. Und es braucht ein Grundverständnis zwischen den Betroffenen auf der einen Seite, in dem Fall die Fischer, und auf der anderen Seite die Naturschützer ganz generell. Das musste unser Ziel sein. Wenn wir das schaffen, dann können wir zufrieden sein. Der Profifotograf Florian Möllers bei der Arbeit. In seinen Bildreportagen thematisiert er Konflikte im Zusammenleben von Mensch und Tier. Florian Möllers ist außerdem ehrenamtlicher UN-Dekade-Botschafter für Biodiversität. Er setzt sich also sehr für die Artenvielfalt ein. Und gerade deshalb stört ihn die unnachgiebige Haltung vieler Vogelschützer. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass der Naturschutz nicht ganzheitlich genug denkt, zumindest nicht in Deutschland. Da wird auf der einen Seite ein Vogel geschützt, auf der anderen Seite ist es genau dieser Vogel, der bei anderen bedrohten Tierarten, in dem Fall Fischen, zu erheblichen Bestandseinbußen bzw. bis zur radikalen Abnahme führt, dafür verantwortlich ist. Das in ein Gleichgewicht zu bringen und ganzheitlich zu betrachten, das scheint dem Naturschutz in Deutschland nicht zu gelingen. Das wundert mich sehr. Für Möllers geht es um die zentrale Frage, ob, wann und wie stark darf der Mensch in eine Natur eingreifen, die er längst überall beeinflusst. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es mehr Gespräche gibt, dass vor allen Dingen in diesem Fall der Naturschutz Zugeständnisse macht, dass akzeptiert wird, losgelassen wird, gesagt wird, dieser Vogel muss nicht mehr geschützt werden. Der Schutzstatus ist hinfällig. Dann könnte man daraus hinaus auf europaweiter Ebene sicherlich ein Konzept erarbeiten, wo man sagen kann, Fischbestände, Fischzüchter, Leute, die mit Fischerei zu tun haben, die werden bedient. Auf der anderen Seite soll der Vogel aber auch in einer ähnlich guten Bestandszahl, wie es die mal gab, erhalten bleiben für uns zur Freude, zum Anschauen, weil es einfach ein toller, faszinierender Vogel ist. Schlussgedanken. Die vom LBV favorisierten Lösungen, den Kormoranfraß einzudämmen, funktionieren in der Praxis allenfalls kleinräumig. Dies haben teichwirtschaftliche Versuche des Landesamts für Landwirtschaft, Institut Fischerei, belegt. Weiher und Fließgewässer großflächig zu überspannen, ist technisch und rechtlich nicht machbar bzw. nicht finanzierbar. Außerdem würden alle anderen Vögel schwerwiegend behindert. Und Eingriffe in den Brutkolonien an der Küste lehnt der LBV aus ethischen Gründen ab. So gesehen bleibt den betroffenen Teichwirten, Fischern und Angelvereinen oft nur der regelmäßige Abschuss. Aktuelle Zählungen aus diesem Winter ergaben einen Rückgang der Kormorane um knapp 25%. Noch ist unklar, ob dies klimatischen Veränderungen, der systematischen Vergrämung oder einer anderen Ursache geschuldet ist. Fakt ist aber, dass in der Isar bei München seit Jahren zum ersten Mal wieder nennenswerte Mengen junger Nasen beobachtet werden konnten. Vielleicht der berühmte Silberstreif, nein, nicht am Horizont, sondern unter Wasser.